Hallo, liebe Camper aus Dinkelsbühl. Hier ist wieder Mika Caravan und hier gibt es wieder Neues aus der Werkstatt. Ihr seht hier schon Frida Mobil. Das ist ein wunderschönes Fahrzeug, ein Eura. Das gehört zwei Damen, die das Fahrzeug umgetauft haben in Frida Mobil. Warum? Wenn wir im Laufe der nächsten Zeit noch öfter erfahren oder noch erfahren, warum das so ist. Und jedenfalls ist das eine ganz spannende Sache. Und Frida heißt das Fahrzeug, wo ich euch ja schon mitgenommen habe, wo wir die Solarplatte drauf gemacht haben. Und jetzt wollte ich euch innen drin mal zeigen, weil wir die Elektrik so gut wie abgeschlossen haben, wie das jetzt hier ausschaut bei uns. Also, hier haben wir jetzt, nicht störend, das hier ist die ehemalige Truma, das haben wir schon vorbereitet, weil hier bauen wir eine Diesel-Truma ein. Das Fach wird natürlich noch aufgeräumt, wird noch sauber verkabelt, das muss nur alles ordentlich gemacht werden. Und da kommt dann eine Diesel-Truma rein und die Gas-Truma haben wir rausgebaut schon mal. So, und jetzt gehen wir hier zu unserem Fach. Hier haben wir verbaut einen 1700 Watt Wechselrichter von der Firma Büttner. Dann haben wir hier verbaut ein Ladegerät, sprich Ladebatterie-Controller, ein Ladegerät mit integrierten Booster über D-Plus-Signal angesteuert. Und hier haben wir verbaut eine 200 Ampere-Stunden Lithium-Batterie, die wir dann so verkabelt haben, wie ihr hier seht. Auch schön beschriftet. Was ich gemacht habe, ist, wir haben die ganzen Verteiler hierher gesetzt. Hier haben wir einen Plusverteiler, hier haben wir den Minusverteiler, also Masseverteiler. Wir haben oben beschriftet, was für ein Kabel was ist, wenn man mal da nochmal ran muss. Warum haben wir das gemacht? Ganz einfach. Ich finde es immer fürchterlich, wenn hier auf dem Pol 5, 6 Kabel sind. Zum einen ist dann das Gewinde von der Schraube relativ kurz, dann kann man das nicht mehr sauber einschrauben, dann hat das nicht mehr richtig die Fülle, damit der Kontakt gut da ist, und ich sage immer, maximal 2 soll man drauf machen und dann kann man da dementsprechend besser arbeiten. Und dann einen sauberen Verteiler gemacht, wo man einen besseren Überblick hat. Hier haben wir die Batteriesicherung, dann haben wir hier den Masseverteiler dementsprechend. Dann haben wir hier auch noch gleichzeitig eine Beleuchtung mit reingebaut, wie ihr seht. Das Fach ist ziemlich hell. Damit, wenn man dran arbeiten muss, kann es auch mal ausmachen, dann reicht mein Licht hier. Dass man eben auch was sieht, wenn man mal dran arbeiten muss. Hier haben wir den MPPT-Regler von Büttner für die Solarplatte mit 160 Watt auf dem Dach. Und hier außen haben wir natürlich dann noch das Display, sprich den Schalter vom Wechselrichter verbaut. Warum haben wir den hier verbaut? Weil ich das immer optisch wesentlich schöner finde, wie wenn man den noch da oben dazu baut, weil hier haben wir eh schon 3 verschiedene Sachen. Wenn wir jetzt das Display auch noch da hoch machen, dann hätten wir das 4. Und die Optik wird immer mehr, finde ich, gestört. Und dann baut man vielleicht nochmal was dazu, dann muss da nochmal was anders rein, dann schaut es einfach nicht mehr schön aus, wenn da lauter so wilde Instrumente sind. Und darum haben wir das hier unten verbaut. Finde ich eigentlich auch ganz schick. Hier kann man den Wechselrichter ein- und ausschalten. Jetzt natürlich nicht, weil er am Landstrom hängt. Sieht, das rote Licht leuchtet. Das heißt, der Wechselrichter hat eine integrierte Netzvorrang, sprich Netzumschaltung. Da jetzt am Landstrom hängt, kann man den Wechselrichter nicht einschalten. Und ja, das ist natürlich eine gewisse Sicherheit. Das Ladegerät finde ich ganz schick, mit Ladebooster integriert. Das ist eine tolle Geschichte. So habe ich 2 Sachen in einem Gerät und kann dementsprechend meine Batterie gut aufladen. Und auch unterm Fahren dementsprechend. Hier natürlich auch überall ein Berührungsschutz drauf, was auch hier auf die Pole natürlich noch drauf kommt, haben wir jetzt noch nicht drauf, weil wir hier noch nicht ganz abgeschlossen sind. Machen wir natürlich nur drauf, damit auch da Berührungsschutz drauf ist. Und dann ist dieses Fach perfekt und die Elektronik abgeschlossen. Wir haben hier hinten in dem kleinen Fach, ups, da seht ihr das, wo das Kabel raushängt, das ist die 220 Volt Verteilung. Hier müssen wir nur noch 2 Kleinigkeiten machen. Und dann sind wir mit der kompletten Elektronik fertig.
Hier haben wir den Sitz, da war ehemalig die Batterie drin, die haben wir natürlich rausgebaut. Da passt natürlich dadurch, dass die Elektrik mit in dem Sitz ist, schon von Eura so fertig verbaut, passt natürlich keine 200 Amperestunden Batterie drunter. Und das ist dann der Grund, warum wir das alles hier verändert haben und haben dann die 200 Amperestunden Batterie hier in das Fach reingemacht und haben jetzt da natürlich ein bisschen mehr Platz und haben das ein bisschen entzerrt. Das räumen wir jetzt auch noch ein bisschen auf, legen die Kabel noch sauber hin und befestigen das Ganze. Und dann sind wir da auch schon fast fertig. Und hier ist schon der Deckel offen vom Tank. Da werden wir den Tankentnehmer reinbauen für die Dieseltuma. Dann wird die Gasheizung natürlich noch, die Gasleitung noch abgeblindet, also sprich abgedichtet und zugemacht, damit da nichts passiert. Dann müssen wir hier den Ausschnitt vom Kamin natürlich nur ein bisschen vergrößern nach außen, weil wir da einen anderen Kamin reinmachen müssen. Ist alles ein wenig eng hier, wird spannend, aber ist alles machbar. Und dann kriegen wir, das ist auch der Grund, warum da vorne der Batteriekasten noch offen ist, weil wir hier noch eine Alarmanlage reinbauen. Die wird morgen, denke ich, soweit sein, dass wir die verbauen. Und dementsprechend mit Gaswanne und die Türen werden gesichert und die ganzen Fenster, damit das Ganze auch einbruchsicher ist und damit hier nichts mehr passiert. Wir verbauen hier die Vipro 3 mit Safe Lock, also auch eine spannende Geschichte. Aber da nehme ich euch wieder mit, da hole ich euch wieder dazu. Ich wollte euch jetzt nur das Fach hier zeigen, wie wir arbeiten, damit ihr auch unsere Qualität seht, wie wir Lithium verbauen, wie wir anschließen. Schaut ordentlich aus, schaut sauber aus, man hat einen Überblick. So muss es sein. Es ist Qualität, braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, das Ganze, um das ordentlich zu verbauen, mit anständigen Kabelschuhverpressen und so weiter. Aber ich finde, das ist ein Muss. Was ich jetzt noch vergessen habe, was ich auch noch dazu sagen muss, wir haben hier, seht ihr das? Hier außen liegend einen Hauptschalter, einen Batteriehauptschalter. Den finde ich ganz wichtig. Der gehört eigentlich, wenn man Lithium verbaut, eigentlich gehört er immer, aber hauptsächlich bei Lithium finde ich es eigentlich ganz wichtig, damit man den Hauptschalter abschalten kann. Sprich, die Batterie komplett trennen kann von der ganzen Versorgung, damit keinerlei Verbraucher mehr drauf sind. Warum? Ganz einfach, jetzt im Winter, wo wir draußen minus 11 Grad haben, haben wir einfach die Schwierigkeit, wenn die Wohnmobile mit Lithium-Akkus bestückt sind, das BMS da drin schaltet einfach ab. Und dass sich die Batterie aber nicht sinnlos entleert und dementsprechend, so ein Blindstrom, Verbraucherstrom trotzdem da läuft, weil man unterschätzt es nämlich, was da an Blindströme trotzdem laufen, auch wenn alles ausgeschalten ist. Also das sind einige Ampere, was da rausgehen, und darum macht der Hauptschalter wirklich Sinn, dass man sagen kann, man schaltet hier alles ab, man kann das Ganze wirklich trennen und die Batterie ist bis 80-90% aufgeladen, man schaltet es ab, dann verliert die ungefähr nur im Monat 3-4%, das war's, und dann muss man sich um nichts mehr kümmern, und darum ist eigentlich ein Hauptschalter schon ganz wichtig, wenn man den verbaut. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und ich nehme euch wieder mit auf den nächsten Schritt, wenn es wieder was Neues gibt. Ich denke, morgen werden wir wieder soweit sein, da sind wir wieder eine ganze Ecke weiter und da hole ich euch wieder dazu. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und ich freue mich schon aufs nächste Video. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, ein kleines Like da lassen und über ein Abonnement würde ich mich auch immer freuen. Und in dem Sinn, euch alle einen schönen Abend und liebe Grüße aus Dinkelsbühl. Bis bald, macht's gut, ciao, ciao.